Harry Potter Marathon gemacht. Das ist immer cool. Ja, ich leide auch an Schlafmangel. Allerdings nicht wegen so was cool wie ein Harry Potter Marathon. Das Werkzeug ist rutschig. Ich habe dir den Kürbis gekocht und jetzt ist es ein heißer Kürbis. Wer hätte das gedacht? Alter, so wie es regnet, geht das Feuer total schnell aus. Mein Geisteszustand nimmt rapide ab. Ja, meine auch. Es dürfte dann echt mal aufhören zu regnen. Ja. Ganz gravierend. Ach ja. Meine liebe Frau Valhalla läuft gerade permanent gegen einen Baum. Ja, warum? Keine Ahnung. Aber es bringt anscheinend Unterkunft. Das Werkzeug ist nicht schön. Kann es jetzt mal aufhören zu regnen? Alter Schwede! Ja, das sind die Walküren. Ja, die sind irgendwie sauer. Aber nicht auf mich. Ja, sie mag Bäume. Sie sagt dir ständig, in den Wäldern fühle ich mich zu Hause. Ich komme mal zu dir zurück, ja. Vielleicht werden wir ja durch Gemeinsamkeit wieder gestärkt. So, es regnet immer noch. Hast du jetzt alle Büffel getötet? Nein. Du hast alle getötet. Nein, ich habe nur die drei da vorne getötet. Du hast den Rest gemacht. Vor allem hast du die kleinen. Ich töte keine kleinen Büffel. Das waren die Wespen. Nein, das warst du. Nein. Du musst dich damit abfinden. Du hast all die kleinen Geschöpfe auf dem Gebiss. Ich werde bald verrückt. Ja, ich auch. Ich kann einen Regenschirm bauen. Ah, Moment. Ich kann einen Regenschirm bauen, sagt der Maltinator entgegen. Wo kann ich denn den bauen? Regenschirm. Dafür fehlt mir eine Schweinehaut. Ich habe keine Schweinehaut. Ich mache mich auf den Weg und suche die Sau. Such die Sau. Ich werde gegen die Sau kämpfen. Also da oben gibt es keine Sau. Ich werde weiter nach oben gucken. Ich kann mir vielleicht noch einen Strohhut basteln. Überleben. Ein Strohhut. Achso, Unterkleidung wahrscheinlich. Strohhut. Hält kühl und trocken. Wir probieren es mal. So. An den Regenschirm habe ich gar nicht gedacht. Danke für den Tipp. Aber der bringt auch nichts. Nein, nicht der Regenschirm, sondern der Hut. Also steht da, schützt vor Hitze und Nässe. Hält trocken und, ja, genau. Hält kühl und trocken.
Ein Regenhut? Weich und glitschig bei Regen. Was brauche ich dafür? Maulwurfswurm. Und Knochenscherben. So, ich kann inzwischen meine Schatten angreifen. Also mich verfolgen gerade ein Haufen Wespen. Dann bist du da, wo ich vorher war. Aber das macht gar nichts. Und es regnet immer weiter. Und ich werde jetzt geisteskrank. Also ich habe noch 18. Deswegen sehen die Büffel mittlerweile so hässlich aus. Ja. Es ändert sich alles. Es wird alles gruselig. Ich habe jetzt noch 15, aber es geht rapide nach oben. Es hat aufgehört zu regnen. Ja. Sollte vielleicht etwas... Ja, vielleicht bringt... Das wieder mit auf Boden. Die Frage ist, wenn ich einen von euch nicht angreife, ich weiß halt leider auch, alle mich an? Ich weiß halt leider auch nicht, was meine Geisteskraft steigert. Mein Verstand. Also ich bin mittlerweile vollends wahnsinnig. Ich auch. Wir haben keine Chance. Ich verliere aber so nicht an Leben. Nein, an Leben verlierst du keine, aber ich kann nicht mehr stehen bleiben. Du kannst vielleicht gegen die kämpfen, aber ich kann nichts machen. Und das Feuer geht aus. Und ich kann nicht mehr, ich kann kein Holz mehr fällen, weil sobald ich stehen bleibe, greifen mich die Schatten an und töten mich. Ah, ich glaube, die Schatten würden mich auch töten. Jetzt mal. Ja, also die machen mir auch ziemlich viel Schaden. Und ich kann sie nicht bekämpfen. Du kannst sie nicht bekämpfen. Nein. Ich werde jetzt sterben. Ich habe nämlich ein Internetabbruch. Oder er. Ich glaube, er hat ein Internetabbruch. Bist wieder da? Nein, es ist bei mir. Ja, ja, ich sage, er ist bei dir. Deswegen habe ich ja gefragt, bist wieder also da. Also ich bin aber tot. Ja, ich bin auch tot. So, mein Stream ist abgebrochen. Das ist sehr schade. Ja. Ah, alle sind tot. Alle sind tot. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt Schluss. Okay. Ich muss noch den Saustall aufräumen, den meine Kinder jetzt durchs Knuspern und so fabriziert haben. Und werde dann Betty gehen und hoffe, dass ich besser schlafen kann. Als gestern. Da war ich bis um 3 Uhr wach. Okay. Warum? Ach ja. Ach, weißt du es doch. Alt, oder? Alles klar. Gut. Dann wünsche ich Christian dir so. Eine... Ja, ja, reicht schon. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Willst du noch weiter streamen, oder? Ich bin nur kurz noch am Gute Nacht sagen. Aber so wie es aussieht, geht der Stream nicht mehr an. Jetzt warte mal kurz. Okay. Ja, dann kannst du ja Conny über mich Gute Nacht sagen.
Ja. Also ich höre dich ja trotzdem. Dann Conny Grün, gute Nacht. Conny, was hältst du eigentlich von meinem hier so Pullover? Den habe ich selbst gemacht. Hier. Hier. Und pass obacht. Oha, ich hänge gerade mit meinem Headset. Ja, okay, jetzt bin ich wieder online. Sieht so aus, als hätte sich jetzt der Stream wieder gefangen. Ich finde das ziemlich cool. Ich weiß nicht, läuft's stabil? Läuft's stabil? Also, nochmal gute Nacht, Halli und gute Nacht, Conny, und ich wünsche euch alle gute Nacht. Ja, dir auch eine gute Nacht, du hast mir meine Frage nicht beantwortet. Ich habe ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen, eine halbe Stunde noch, aber ich spiele jetzt kein Don't Starve Together. Ja, dann, weil dann Don't Starve Together hat den Beinamen Together. Und deswegen werde ich jetzt noch etwas anderes spielen. Das habe ich selber gemacht, Conny. Ist gar nicht so schwer. Musste halt irgendein so, Kleidungsstück zerschneiden. Ja. Dann werde ich dir wahrscheinlich dann noch etwas zuschauen. Zugucken? Ja. Okay, diesmal verteile ich die Schläge. Du verteilst die Schläge? Mhm. Bei was? Tja, in dem einzigen Spiel auf der Welt, das ich kann. Brawlhalla? Ja. Das werde ich jetzt mal eben kurz eingeben. Na gut, dann ich verabschiede mich. Dann ich bin raus. Schlaf gut, träum was Schönes und bis bald. Bis und bald. Hat Spaß gemacht. Danke, dass du, danke, dass du dabei warst. Danke, ich sollte eigentlich auch ins Bett gehen. Du hast aber keinen Bock. Genau. So sieht's aus. Ja, so sieht's aus. Ich auch nicht, aber ich muss. Ich muss auch gleich. Na gut, dann mach's gut. Ja. Schlaf gut und vielleicht bis morgen. Wo kommst du mit drüber? Achso, zu Dani. Ich habe halt schon so, wohin gehst du? Ja, in den nächsten Channel-Raum. Kommst noch zu mir rüber, oder? Saufen wir uns noch die Birne zu. Wie schaut's aus? Ja, es sind ja nur 200 Kilometer. Party, Party, yay! Hardcore. Alles ah, klar. Viel Hardcore und so. Ja. Hey, 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 ha. Hey, ah, ah, viel Hardcore. Genau. Ja, Ah, nee, also LOL spielen tue ich heute nicht mehr. Ah, LOL. Nein, nein, nein. Auch wenn ich jetzt sagen würde... Obwohl, für eine Runde Earth wäre ich sogar ich dabei. Wusste es, ich wusste es. Nein. Es komm schon, lass uns noch eine Runde Earth spielen. Ich hasse diesen Modus. Der ist super. Nein. Lass uns Earth spielen. Ach komm schon, echt jetzt. Earth, 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 Earth. Oh, nein. Du hast heute schon Earth gespielt. Ist egal. Ist Earth. Egal. Wir spielen jetzt noch eine Runde Earth. Danach kannst du machen, was du willst. Danach? Ja, kann danach. Kann ich ins Bett gehen, danach bin ich fertig. Jetzt wisst du, das willst du, also kannst du dann auch ins Bett gehen. Ich werde jetzt, aber noch ganz kurz, mein PC aus. Ja, okay, ich werde jetzt mein okay, PC pass aus auf, und dann werde ich immer Genier spielen. Wir spielen eine Runde LOL. Lara, du kannst natürlich gerne mitspielen, wenn du keine Probleme kriegst zu Hause. Eine Runde off. So ich will schnell den Fernseher ausschalten. Die Steffi das nennt. Hast du Lust? Aber ich werde vorher noch eine kurze Pause machen. Eine kurze Pause zum Vertreten, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dafür habe ich hier einen tollen Bildschirm. Ich liebe dieses Mädchen. Ich liebe es. Und tschüss.